الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله Zu den größten Bedürfnissen der menschlichen Seele gehört die Kenntnis Allah Ta'ala, die Liebe zu ihm und seine Andacht. Der Bedarf danach ist größer als der Bedarf des materiellen Körpers nach Speis und Trank. Das Aufhören der Speise und des Trankes führt zum Tode des vergänglichen Körpers. Aber dass die Seele des Menschen im lebendigen Körper stirbt, ist das schlimmste Verhängnis. Wer seinen Herrn, seinen Schöpfer und Bildner nicht kennt, sich durch ihn nicht bereichert, der ist in facto armselig, nicht der Unbemittelte. Und zu den Namen Allah Ta'alas, mit denen er sich uns bekannt gemacht hat, zählen wir den Namen Al-Ghani. An 18 Stellen des Korans kommt dieser Name vor, und das ist Grund genug, zu versuchen, ihn zu verstehen und umzusetzen, wo man ihn umsetzen kann. Allah Ta'ala sagt, und dein Herr ist der Unbedürftige, Al-Ghani, und dein Herr ist der Unbedürftige, voll der Barmherzigkeit. Wenn er will, lässt er euch vergehen und nach euch folgen, was er will, so wie er euch aus der Nachkommenschaft anderer Leute entstehen ließ. Und er sagt, o ihr Menschen, ihr seid es, die Allah bedürftig sind. Allah aber ist der Unbedürftige, der Lobenswürdige. Er ist es, er ist der, der durch sich selbst unbedürftig ist, nicht durch andere. Er ist der absolut Unbedürftige in jeder Hinsicht und auf jeder Art. Er benötigt seine Geschöpfe nicht und die Geschöpfe können nicht anders als abhängig von ihm sein, in jeder Hinsicht. Alles, was im Himmel und auf Erde ist, ist seinen universellen Gesetzen unterworfen, in seiner Verwaltung und unter seiner Herrschaft. Zu der Bedarflosigkeit Allahs zählen wir, dass ihm weder dein Gehorsam nutzt, noch schadet ihm dein Ungehorsam. Würden alle auf der Erde glauben und sich ihm fügen, so hätte es in seiner Herrschaft keinen Tropfen vermehrt. Und würden alle leugnen und sich widersetzen, hätte er nichts einbüßen müssen. Allah Ta'ala sagt, und wir gaben ja Luqman die Weisheit. Sei Allah dankbar, und wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Und wer undankbar ist, so ist Allah unbedürftig und lobenswürdig. Und der Erhabene sagt, und wer sich abmüht, der müht sich nur zu seinem eigenen Vorteil ab. Und denn Allah ist den Weltenbewohner für wahr unbedürftig. Und Musa sagte, wenn ihr undankbar seid, ihr und alle, die auf der Erde sind, so ist Allah wahrlich unbedürftig und lobenswürdig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah Ta'ala spricht, meine Diener, ihr werdet es nicht schaffen, mir zu schaden, sodass ihr mir schädlich wäret. Und ihr werdet es nicht schaffen, mir zu nutzen, sodass ihr mir nützlich wäret. Meine Diener, wenn der Erste und der Letzte unter euch, wenn die Menschen und die Dschinn unter euch allesamt das gottesfürchtigste Herz eines von euch besäßen, dann fügt ihr dies meiner Herrschaft nichts zu. Meine Diener, wenn der Erste und der Letzte unter euch, die Menschen und die Dschinn unter euch allesamt das niederträchtigste Herz eines von euch besäßen, dann minderte dies nichts an meiner Herrschaft. Meine Diener, wenn der Erste und der Letzte unter euch, wenn die Menschen und die Dschinn unter euch auf einer einzigen Anhöhe stünden, mich um etwas beten und ich jedem Einzelnen seine Bitte gewährte, so minderte dies meinen Besitz um nicht mehr als das, was eine Nähnadel mindert, die in das Meer eingetaucht wird. Zu seiner Bedarflosigkeit gehört, dass die Gaben der Gebenden, die Spenden der Spendenden und der Geizigen nur ihnen selbst gilt. Allah Ta'ala sagt, ihr da seid es doch, die aufgerufen werdet, auf Allahs Weg auszugeben. Jedoch gibt es unter euch welche, die geizen.
Wer aber geizt, der geizt nur gegen sich selbst. Allah ist der Unbedürftige, ihr aber seid die Bedürftigen. Wenn ihr euch abkehrt, wird er euch durch ein anderes Volk ersetzen und sie werden nicht euresgleichen sein. Zu seiner Bedarflosigkeit gehört, dass er erhaben davon ist, Teilhaber und Partner zu haben. Wie kann sich das zu Staub wandelnde Geschöpf mit dem Herrscher und dem König verglichen werden? Wie kann das schwache, unfähige, bedürftige Geschöpf mit dem Unbedürftigen, dem Allmächtigen, dem Schöpfer gleichgestellt werden? Allah Ta'ala sagt diesbezüglich, ungläubig sind ja diejenigen, die sagen, Allah ist der Al-Masih, der Messias, der Sohn Mariams. Sag, wer vermag denn gegen Allah etwas auszurichten, wenn er Al-Masih, den Sohn Mariams, seine Mutter und all diejenigen vernichten, die auf der Erde sind, vernichten will? Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. Er erschafft, was er will, und Allah hat zu allem die Macht. Wer seinen Herrn mit diesen Attributen erkennt, der erkennt auch die wahrhaftige Beschaffenheit seiner selbst. Wer seinen Herrn als den absolut Unbedürftigen erkennt, erkennt sich selbst als den absolut Dürftigen. Wer ihn als den absolut Mächtigen erkennt, erkennt sich selbst als den absolut Machtlosen. Wer seinen Herrn als den absolut Weisen und Wissenden erkennt, der begreift sich selbst als den absolut Unwissenden und Ahnungslosen. Zu seiner Bedarflosigkeit gehört es auch, dass er gütig ist. Er ist gütig, aber keinen Nutzen daraus erwartet. Er erbarmt nicht aus Bedarf oder Furcht. Er begnadigt nicht, weil er daraus profitiert. Die Menschen sind aber genau das Gegenteil. Jeder einzelne Mensch ist genau das Gegenteil davon. Die Menschen, wenn sie jemandem etwas Gutes tun, dann wollen sie in der Regel irgendeinen Eigennutzen. Selbst wenn sie nichts Diesseitiges wollen, so wollen sie den Lohn Allahs und sind wieder bei ihrer selbst angekommen. Nur Allah gibt ohne Eigennutzen, liebt die Frommen seiner Diener ohne Eigennutz, erbarmt ohne Eigennutz. Wenn du weißt, dass dein Herr der Al-Ghani ist, der Unbedürftige, der Reiche, gibt und versorgt, dann wisse, dass die Versorgung Allah obliegt und dir obliegt die Dienerschaft. Du sollst schuften, aber es soll nicht deine ganzen Atemzüge übernehmen. Du wurdest nicht geschaffen, um Häuser zu bauen, Truhen zu füllen und nicht zum Singen und Tanzen. In einem Bericht kommt vor, dass Allah Ta'ala sagt, O Mensch, ich habe dich für mich geschaffen, drum spiel nicht. Ich habe dir deine Versorgung garantiert, drum überanstrenge dich nicht. O Mensch, suchst du mich, findest du mich. Und wenn du mich findest, hast du alles gefunden. Verlierst du mich, hast du alles verloren. Und sei dir sicher, dass der Becher der Gelüste zwar süß ist, aber am Ende erstickt man an ihm. Drum soll deine größte Sorge darin liegen, deine wirkliche Heimat in Ordnung zu bringen, wie Allah Ta'ala sagt, trachte mit dem, was dir Allah gegeben hat, nach der jenseitigen Wohnstätte. Vergiss aber auch nicht deinen Anteil am Diesseits und tu Gutes, so wie Allah dir Gutes getan hat, und trachte nicht nach Unheil auf Erden, denn Allah liebt nicht die Unheilstifter.